Heute gibt es wieder so ein kleines App-Lab-Spiel. Ein bisschen Autofahren ist angesagt mit Turbo Trust für 7,99. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Die paar Bewertungen, die da waren, die waren sehr cool. Trailer sah auch okay aus. Es ist mal eine simple Optik, aber es sah trotzdem sehr, sehr stimmig aus. Deswegen habe ich angefragt und deswegen habe ich natürlich reingeschaut. Ja, und wie gut das Ding jetzt letztendlich ist, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Heute wird mal wieder Auto gefahren mit Turbo Trust. Ja, 7,99 aus dem App Lab. Ich stehe in so einer Garage. Ich stehe so ein bisschen komisch mitten in der Luft. Drehen kann ich hier nichts. Und ja, ist halt App Lab Niveau, ne, von der Optik. So, ich mache mal ein bisschen lauter. Ich habe ein bisschen leise. So, jetzt habe ich gar nichts mehr. Ah ja, jetzt habe ich wieder was. Okay. So, wir haben ein New Race Event. Exit Game Settings. Ich schaue natürlich erstmal in die Settings. Die Strahlen fühlen sich hier so ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Okay, was haben wir? Settings, Audio, Graphics, High Quality, was geht noch? Low, Medium, okay. Und dann können wir nur laut, leise machen, das war's. Ja, ist nicht viel, ne? Und dann, ja, würde ich sagen, da ist mein Auto und wir machen einfach mein Race-Event. Warum ich jetzt hier so schräg vor der ganzen Geschichte stehe, weiß ich nicht. Ich kann ja mal neu zentrieren. Ich bleib so, okay. So, was haben wir? Horizon Bay, Vehicle Pulse. Vortex, Blaze, okay, sieht man nichts, ne, ob sich jetzt hier irgendwie ein Auto ändert. Und wir haben 1, 2, 3, 3 Strecken, okay, ist nicht das meiste, ne. Okay, dann nehmen wir Pulse, Horizon Bay, ich weiß, sowas spielt man eigentlich im Sitzen, ja. Aber ich wollte heute mal im Stehen spielen, Autorennen, mal gucken, ob das geht. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Wie gebe ich Gas? Achso, mit dem Trigger. Okay, das sieht gar nicht so unübel aus, Leute. Ich habe nur keine Musik. Schalten tut er alleine. Es läuft auf jeden Fall fluffig. Ja gut, das Auto da vor mir, das zuppelt so ein bisschen, ne? Guck mal, ich habe sogar Schatten hier. Okay. Okay. Aber es läuft absolut fluffig, ne? Das muss ich wirklich nicht sagen. 4 von 4, jetzt kommt aber nicht mehr aus dem Quark hier, warum, weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich mal einmal kurz vom Gas runtergenommen. Buschel Musik fehlt mir, ne? Ja, und hier der Streifen auf der Straße, der ist nach hinten raus ein bisschen blurry, ne? Also der baut sich dann so auf, aber ansonsten fühlt sich das schon ganz cool an. Das fühlt sich an wie ein Auto, ne? So, mal ein bisschen bremsen. So, Bordsteine nimmt er auch mit. Das geht, ne? Also es ist nur ein bisschen unspektakulär hier so vom Fahren her, ne? Also kommt nicht so wirklich Rennfeeling auf, weil die Autos davor, die wabbeln so ein bisschen, ne? Also die zappeln so ein bisschen hin und her. Und mir fehlt Musik. Also mir fehlt hier wirklich so ein bisschen, ja, bassgetriebene Musik hier, so Rennfeeling, ne? Kennt ihr? Aber ansonsten kann man da wirklich was draus machen, ne? Also es läuft auf jeden Fall fluffig, das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Oh. This way, okay. Aber ich bin Dritter von 4, ne? Ist ja nicht ganz so schlecht für erste Runde, oder? Ja, für 8 Euro, wenn man mal im Auto sitzen möchte, in Virtual Reality. Ah, guck mal! Was war das denn? Die haben geschummelt. Habt ihr das gesehen? Nee. So ja nicht, ey. Ey! Ganz schön rabiat hier, die KI, ne? Aber das fühlt sich jetzt hier nicht an wie 130 oder so, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das fühlt sich sehr gemächlich an, so ein bisschen wie Stadtverkehr, ne? Achso, ich bin schon auf der zweiten Runde von 3, okay. So, der Sound ändert sich auch so ein bisschen, wenn man hier im Tunnel fährt. Aber ich komme nicht dran, ne? Keine Chance. So, schön um die Ecke gefahren hier. Oder um die Kurve, um die Ecke gefahren. Ich erzähle wieder Sachen, ne? Ja, ist immer so eine Sache bei Autorennspielen, ne? Also da muss man ja sehr viel erzählen, weil Action gibt es ja hier nicht großartig, die ich machen kann, außer lenken.
Stick kann ich nachher mal ausprobieren, ob das funktioniert, aber ich möchte ja gerne Erster werden, deswegen mache ich jetzt hier keine Faxen. Kann man da hochfahren? Guck mal, da ist eine Sprungschanze. Ich mache gleich doch Faxen, ich sehe das schon. Kann man abkürzen? Würde man hier wieder rauskommen? Tatsächlich. Guck mal, Leute, habt ihr gesehen? Vielleicht kann man ja hier rumfahren, wie man möchte. Weil da stand vorhin auch This Way, ne? Darf man das? Ich probiere das nachher mal aus. So. Jetzt habe ich mal einmal nicht gebremst und guck mal, Leute. Geh weg! Geh doch weg! Boah, jetzt kommt der Karren hier wieder nicht aus dem Quark, ey. Was soll denn das? Boah, ich war Zweiter, ey. Mann. Guck mal, hier an der Ecke haben die sich gerade auch einmal hier, ne? Das ist aber unfair programmiert hier, die KI-Baum! Mir fehlt, also ein bisschen was fehlt mir hier. Also es ist sehr solide, also es ist wirklich gut gemacht, aber auch Flimmern hält sich hier sehr in Grenzen, ne? Also kann man eigentlich so nicht meckern, aber es fühlt sich doch noch sehr, ja, ohne Inhalt an, so ein Buschel, ne? So möchte ich es gerne mal sagen. Aber für 8 Euro? Epplep? Ich habe schon Schlechteres gespielt. So, ein bisschen abgekürzt hier. Mal gucken, ob ich jetzt drankomme. Bin ja jetzt Zweiter. Oh, mein Arm schläft hier gleich ein. So, sollen wir das probieren? Hier, komm, ich probiere das jetzt, ey. Das ist... Geht nicht, oder? Ich hab's probiert und es war scheiße. Ach, Kacke. Ach, ich wollte es ja mal. Hallo! Wieso fährt denn der so komisch, wenn ich rückwärts fahre? Was ist das denn? Ach ja. Ich habe hier übrigens so ein Mannequin am Spielgelenk. Das sehe ich jetzt erst. Das bewegt sich sogar, wenn ich fahre. Guck mal hier. Ach, jetzt habe ich alles vergaggelt hier. Ich hätte Erster werden können. Ich musste ja wieder Faxen machen. Na, guck mal, der wartet auf mich. Der ist nett. Der fährt gar nicht mehr. Guck mal, der will mir nicht hier so ganz, ne? Nicht so ganz alleine stehen lassen. Also die Spiegel übrigens, die sind schwarz, da ist gar nichts. Ne? Also da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Aber die anderen zwei warten nicht. Da hinten sind sie. Wäre natürlich Knaller, wenn ich jetzt nur Erster wäre. Guck mal, die fahren immer vor dieselbe Stelle hier, die Autos, ne? Der auch. Hallo, Mann, ey, also das Tracking von der Quest, das geht mir teilweise echt ein Buschel auf den Nüdel, ey. Also, das kommt an die Quest 2 nicht mehr dran, das Controller-Tracking. Das muss ich einfach mal so sagen, das habe ich jetzt schon öfters festgestellt. Okay, so jetzt stehe ich frontal, vorhin war das ja nicht so. Ja, der eine ist wohl ins Ziel gefahren, deswegen ist jetzt Ende, ne? Okay, komm, einen machen wir noch. Arcadia haben wir noch. Komm, wir machen mal Silver Crest und dann nehmen wir jetzt mal Vortex. Blaze, Blaze hört sich cool an, ne? Komm. Okay. Oh. Jetzt habe ich auch Musik. Hatte ich im ersten Rennen nicht. Also ist noch ein bisschen buggy das Spiel, ne? Ja, jetzt macht das auch gleich viel mehr Laune hier. Okay. Aber dafür teste ich ja die Spiele für euch, ne? Also, einfach mal neu starten. Guck mal, das Ding hier, das geht richtig ab. Jetzt mal hier den ersten hier. Yeah, jetzt kommt hier Rennfeeling auf. Aber die Strecke sieht nicht mehr ganz so toll aus jetzt hier. Mit dem Schnee. Oh. Das macht Laune, das ist geil. Hier, und das ist auch wirklich schnell jetzt. Das kommt richtig gut rüber hier. Also, Blaze ist cool. Ja, warum nicht gleich so? Also ich hoffe, ihr habt nicht schon beim ersten Rennen abgeschaltet,
Weil dann verpasst er jetzt ein bisschen was. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ein bisschen doof jetzt hier mit dem Schnee, ne? Weil alles so weiß ist. Aber jetzt kommt gut ein bisschen die Geschwindigkeit rüber hier, wenn das Ding hier mit 240 durch die Gegend heizt. Guck mal, Leute, das macht Laune. Das ist Rennfeeling hier. Auch wenn er die Kurven ja nicht wirklich physikalisch korrekt nimmt, aber das ist okay. So, hier fahren ja gleich die Autos eh wieder vor der Pampa, ne? Wahrscheinlich. Guck mal, Leute, hier. Erster. Also Blaze ist cool. Nimm gleich den schnellen Karren hier. Dann mache ich die Laune. So, jetzt wäre der Erste hier, komm. So, das war die erste Runde. Aber meine Arme schlafen ein, das muss ich wirklich sagen. Aber hier müssen mehr Strecken rein, auf jeden Fall. Mehr Strecken und auch vielleicht das eine oder andere, was man freischalten kann. Weil ich kann ja hier gar nichts freischalten. Ich habe ja alles direkt, ne? Schnelles Auto, alle Strecken. Ihr könnt hier ohne Bremsen... Wow! Wollte ich gerade sagen... Das zum Thema, ihr könnt hier... Hallo! Wieso fährt denn der so komisch hier? Ich bin noch Erster, guck mal. Ey! Was hier? Also es läuft noch nicht so ganz rund, ne? Warum fährt denn der nicht mehr? Okay. So, jetzt wieder. Wo hängt denn der? Ich hänge irgendwo vor, ne? Ich muss hier rumfahren. Das sind unsichtbare Wanden, Leute. Ich dachte, ich muss hier um die Kurve fahren. Ach, Schille hier. Deswegen hat das nicht funktioniert. Also, ihr könnt nicht fahren, wie ihr wollt. Ich wollte das mal testen, ob das geht. Nein. Ah, okay. Also, das sind dann unsichtbare Wände. Da könnt ihr nicht rum und her fahren, wie ihr möchtet. So, aber ich wollte das spannend machen, weil ich die ganze Zeit auf Platz 1 war. Und hier mit Blaze holt man die alle wieder ein. Guck mal. Okay. Ja, ein bisschen was muss ja dabei sein, was nicht funktioniert, ne? Ist schon ein erster Eindruck hier für euch. Boah, das schlibbelt aber so ein bisschen, ne? Aber passt. Guck mal hier, ich nehme alles mit. Bordstein, tralala. So, du komischer Computer, so geht das hier um die Kurve. Nicht immer vor die Mauer donnern, ey. So, Lab 3 von 3. Aber ihr merkt schon, ne, mit Musik ist das gleich ein ganz anderes Feeling hier. Ne? Also, das war irgendein Fehler wahrscheinlich. Oder der erste Track hat keine Musik, der ist zum Eingewöhnen. Ist dann so der Rentner-Track mit dem langsamen Auto, keine Ahnung. Nee. Ja, man sieht, dass hier schlecht war, man um die Kurve muss. So, jetzt hier nirgendwo reinfahren. Genau, wir warten jetzt immer auf diesen Pfeil, genau. So, und jetzt klappt es doch. Supi. Geht doch. Das geht auch gut von der Steuerung, ne? Also, dann lag das wohl doch nicht an der Quest mit dem Tracking, aber ich weiß es nicht. Also hin und wieder, Controller-Tracking ist nicht ganz so 100% wie mit der Quest 2. Also, ihr wisst ja, die Ringe sind weg, ne? Die Kamera... macht ja hier so ein bisschen mit, ne, was das Tracking angeht und so, und das funktioniert gut, ne, oder sogar sehr gut, aber hin und wieder setzt es gerne mal aus, ne. So, irgendwo ist hier Ziel. Hab ich gleich gewonnen. Aber er schmeißt einen dann unspektakulär aus dem Spiel. Ich hab gewonnen, ja, kein Pokal, kein gar nichts, ne. So, jetzt hatte ich Puls. Jetzt nehmen wir nochmal, Vortex nehmen wir nochmal. Und dann nehmen wir nochmal hier Arcadia. Aber irgendwie sind das immer dieselben Strecken, kann das sein? Nur, andere Umgebung, ne? So, hier habe ich jetzt wieder keine Musik. Also ihr merkt, das ist ein bisschen, ja, wie Early Access so ein bisschen, ne? So, das sind die gleichen Strecken, oder? Da ist wieder der Tunnel. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Also die drei Strecken sind eigentlich dann gleich, ne? Außer dass das Ambiente so ein bisschen anders ist, ne? Oder? Ja, jetzt muss ich wieder links fahren. Das musste ich ja vorhin auch. Und dann geht das gleich direkt rechts, ne? Ja, da ist wieder dieses, lass mal schnell. Dieser richtige Wegpfeil da, tralala. Und hier bin ich ja vorhin reingefahren. Da war dann
Mist? Ne, das sind immer dieselben Strecken. Ja, das finde ich natürlich ein bisschen mies jetzt, ne? Also das zieht mich jetzt ein bisschen runter. Wir haben jetzt auch keine Musik mehr. Hier ist wieder die Rampe. Ja, es ist immer das Gleiche. Okay, dann macht das, glaube ich, gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier großartig weiterfahre. Aber mit dem zweiten Auto, ja, ist man auch direkt auf Platz 1. Also hier müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken. So, mit dem Stick könnt ihr nicht fahren. Habe ich jetzt hier nochmal ausprobiert. So, wir gucken nochmal das Auto. Also die Autos sehen okay aus. Natürlich Restoptik. Relativ schlicht. Und ja, gut, wir drücken mal Menü. Da passiert nichts. Also ich komme jetzt auch nicht mehr aus dem Spiel raus, Leute. Okay, also ihr merkt, hier sind noch ein paar Baustellen drin. Aber für 8 Euro ist das schon mal recht solide. Vielleicht mag man den Entwickler unterstützen, damit er hier am Ball bleibt. Okay, Leute, ich fahre noch ein bisschen. Und ihr schaut natürlich noch das Fazit mit mir. Ja, das Ding fühlt sich wirklich noch an wie Early Access. Also hier und da fehlten so ein paar Sachen. Das fing schon an, als das Spiel geladen war. Ich stand schräg vor dem Menü. Nachdem ich in Rennen gefahren bin, war das Menü plötzlich vor mir schnurgerade, so wie sich das gehört. Ne? Im Rennen selber, Rennen 1 ohne Musik, Rennen 2 mit Musik, Rennen 3 wieder ohne Musik. Ja? Da habe ich ja noch erst geschimpft, da fehlt ein Soundtrack. Ja? Und mit Soundtrack war es auch nachher geiler, das zweite Rennen. Aber das zweite Rennen war optisch nicht mehr ganz so toll wegen diesem Nebel oder diesem Schnee, weil alles war nur weiß, ne? Ja, und das dritte Ding, da habe ich dann gemerkt, hey, die drei Strecken sind alle gleich, es sind einfach nur andere Umgebungen, ja? Aber die Strecke ist immer 100% die gleiche und das ist natürlich dann auch irgendwo ein bisschen sinnfrei. Also im Kern haben wir eine Strecke, drei verschiedene Autos. Mit dem zweiten Auto war es schon wirklich total einfach, Erster zu werden. Und mit dem dritten Auto, das ist so schnell, also da könnt ihr sogar noch irgendwie einen Unfall bauen und dann werdet ihr trotzdem Erster. Das ist leider ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, das Fahren selber, das macht Laune. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Basis, um hier so ein Autorennspiel in simpler Optik auf die Beine zu stellen. Aber was derzeit drin ist, ist einfach zu wenig. Ja, eure Meinung zu diesem Spiel, schreibt das alles mal hier unten in die Kommentare. Werde ich mir natürlich durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt möchte ich euch noch gerne auf unseren Discord-Server einladen. Und es ist gar nicht so schwer, das Ding zu finden. Nämlich, der Link ist hier in der Videobeschreibung vorhanden. Oder ihr gebt einfach via-discord.de ein. Zack, gibt es eine Einladung und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. So, solltet ihr euch das Ding jetzt kaufen, um den Entwickler zu unterstützen, wünsche ich euch gute Rundenzeiten. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.